Peaches Halsband. Ich glaube, wir sind ganz kurz davor, sie zu finden. Und Clyde! Brauchst du Hilfe mit Peaches Halsband? Oh, gehen wir doch noch in das Tiergeschäft, bevor die Mall schließt, Polly. Vielleicht haben die Peaches gesehen. Tja, hier ist nichts. Peaches, wo bist du bloß? Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in 15 Minuten. Bitte begeben Sie sich zum Ausgang. Wir müssen jetzt gehen, Polly. Oh. Es gibt doch noch viele Orte, an denen wir noch nicht gesucht haben, oder? Nein. Wir haben jetzt an all ihren Lieblingsplätzen in Littleton gesucht. Und es wird langsam spät. Sollen wir zurück zu dir nach Hause gehen? Vielleicht ist sie da. Und falls sie da nicht ist, können wir deine Schritte von Anfang an nachvollziehen, so wie bei meinem Ring. Ich mach mir Sorgen, dass ihr etwas passiert ist. Hey, nicht aufgeben. Vielleicht hat sie jemand gefunden. Lass uns über Nacht ein paar Poster basteln, dann können wir sie morgen in der Stadt verteilen. Das ist eine tolle Idee. Ihr seid einfach die Besten. Danke. Moment mal. Was? Habt ihr das gerade gehört? Ich habe gerade ein Bellen gehört. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Komme gleich! Das war definitiv Hundebellen. Ich habe es auch gehört. Wie konnte das denn passieren? Aber natürlich! Peaches hat mir geholfen, Pex für seinen Mittagsschlaf müde zu machen. Wir haben wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich muss sie aus Versehen mitgeschrumpft haben. Polly, bist du das? Schnell! Verwandle dich zurück, bevor dein Dad dich sieht. Und groß! Das Essen ist gleich. Peaches! Kommst du, Polly? Hier hätte jemand große Lust, dein Essen zu essen. Wirklich? Wer könnte das wohl sein? Hallo zusammen!
Polly, Shani und Layla hier. Mit unserem neuen magischen Sternknopf wird es jetzt noch aufregender, die Karte zu erkunden. Wer hat Lust auf mehr Reisespaß im Mini-Format? Ich! Wollen wir noch mal ins Llamaland reisen und es weiter erkunden? Das machen wir, Mädels. Und play! Und klein Reisespaß! Oh, hallo! Oh, was für ein Glück, dass ihr pünktlich zur heutigen Bastelausstellung erschienen seid. Ich zeige euch gleich euren Stand. Unseren Stand? Welchen Stand? Danke. Mein Name ist Dan. Stimmt. Danke, Dan. Aber wir haben uns doch überhaupt nicht angemeldet. Ich habe die ganz starke Vermutung, dass dieses Mal auch wieder Oma Pocket ihre Finger im Spiel hat. Ja, das ist ziemlich aufregend. Aber das Problem ist, wir haben nichts zum Basteln. Los, Polly, denk noch mal an deine Vlogs. Was könnten wir denn als Inspiration nutzen? Mal sehen. Wir könnten besondere Freundschaftsarmbänder machen. Wartet, eigentlich können wir das nicht. Wir haben kein Material, um welche zu machen. Kommt, reisen wir mit dem magischen Sternknopf zur Sandbox. Wir könnten die musikalischen Edelsteine am Fluss als Perlen für die Armbänder verwenden. Und wir könnten die Luftschlangen, die ich als Souvenir aus dem Einhornland behalten habe, als Schnur verwenden. Ein genialer Plan, Team. Es wird Zeit, mit unseren Schätzen zurückzureisen. Okay. Meine Damen, Herren und Lamas, die kreative Bastelausstellung öffnet die Türen in 3, 2, 1. Puh, gerade noch geschafft. Guck mal, wer hier ist. Da sind Aliana und Prinzessin Rain. Hi, Mädels. Es ist so schön, euch hier zu treffen. Was habt ihr da? Schließt eure Augen und streckt die Arme nach vorn. Oh, das filme ich gleich für meinen Vlog. Wir haben Freundschaftsarmbänder gemacht. Damit unsere Freundinnen wissen, dass sie immer auf uns zählen können. Ich liebe sie. Was für ein schönes Geschenk. Vielen Dank für die schöne Bastelidee. Hier, ich habe das für euch mitgebracht. Vielen Dank. Freut mich, dass es euch gefällt. Wir lieben es. Okay, Mädels, Zeit, sich zu verabschieden. Sagt bis dann. Bis dann. Bis nächste Woche mit einem neuen Reisespaß im Mini-Format-Abenteuer. Hey, ihr Lieben. Polly hier. Willkommen zurück zu meinem Vlog. Also, Layla hat heute endlich ihr Sommerpraktikum in einer Fashion-Boutique im Einkaufszentrum angefangen. Und sie war super aufgeregt. Zum Glück waren Shani und ich da, um ihr zu helfen. Layla arbeitet doch schon wirklich hart. Wie konnte sie noch dieses Sommerpraktikum finden? Einer Freundin ihrer Mom gehört die Fashion Boutique. Und als sie Laylas letzte Kreation gesehen hat, hat sie sie einfach eingeladen. Wow, wie großartig. Sie muss sich so freuen. Oh mein Gott, mein erster Tag und ich komme schon zu spät. Deine Schicht fängt doch erst in einer Stunde an. Du hast noch ewig Zeit. Nicht, wenn man seine Haare und sein Outfit aufeinander abstimmen muss. Entspann dich. Komm, wir helfen dir dabei. Danke, Leute. Oh, das passt einfach nicht zusammen. Also für mich sieht es gut aus. Oh, ich weiß nicht. Ich bin so nervös. Wie soll ich Leuten helfen, wenn ich mir nicht mal selber ein Outfit zusammenstellen kann? Layla, du bist eine brillante Stylistin. Vertrau einfach deinem Instinkt. Ich glaube, da kommt gerade ein Kunde rein. Oh nein, was mache ich denn jetzt bloß? Ich habe eine Idee.
groß und klein. Nimm uns einfach mit. Wir verstecken uns in deinen Taschen und wenn du einen Ratschlag brauchst, helfen wir dir. Leute, habt ihr gehört? Die Schichtleiterin hat mich gebeten, diese Schuhe im Regal zu ordnen. Irgendwelche Vorschläge? Okay, das ist einfach. Ordnen wir sie einfach in einer logischen, alphabetischen Reihenfolge an. Genau wie Bibliotheksbücher. Die blauen zuerst, denn B kommt vor G für Gelb. Wie wäre es mit einem praktischeren Ansatz? Die Sommerschuhe auf eine Seite und die Winterschuhe auf die andere. Aber Sneakers sind weder Sommer- noch Winterschuhe. Siehst du? Mein System ergibt mehr Sinn. Aber das hier ist keine Bibliothek, Shani. Layla? Ich wusste nicht, dass du hier arbeitest, Layla. Oh, hi, Mrs. Pocket. Ich mache hier mein Sommerpraktikum. Ich versuche nur etwas Neues mit der Auslage. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? In der Tat, ja. Ich möchte einen Hut kaufen. Ich zeige Ihnen die Hutkollektion. Also, ich bin mir mit der Farbe nicht wirklich sicher. Die Farbe? Kein Problem. Ich suche etwas anderes. Shani, ich hab doch gesagt, die Farbe passt nicht. Wie wäre es mit dem? Versuchen wir doch den hier. Vielleicht etwas zu groß? Ich hab doch gesagt, dass er nicht passt. Aber der Stil passt zu ihr. Genau, das ist es. Oh. Ihr bleibt hier. Entschuldigung, aber können Sie mir noch genauer sagen, wonach Sie suchen? Ich suche nach einem Vintage-Look. Na, mal sehen. Wie wäre es mit diesem? Ich liebe ihn. Vielen Dank. Gern geschehen. Ist alles okay? Sorry fürs Durcheinanderbringen, Layla. Ja. Und sorry fürs Streiten. Nein, schon okay. Ihr wolltet ja nur helfen. Aber du hattest recht, Polly. Ich muss meinem Instinkt vertrauen. Leute, wie findet ihr das hier? Eine farbliche Anordnung nach den Farben des Regenbogens. Wow, wirklich gut gemacht, Layla. Ein richtiger Eyecatcher. Vielen Dank. Und vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Ich weiß, ihr habt es nur gut gemeint. Ihr seid die allerbesten Freunde. Layla hat sich an ihrem ersten Tag so gut geschlagen, weil sie ihrem Instinkt vertraut hat und mit Selbstbewusstsein gearbeitet hat. Okay, das war's für heute. Und denkt daran, klein, ganz groß. Hallo zusammen. Ich bin's, Polly. Ich bin total aufgeregt, denn heute zeige ich euch, wie ihr ganz allein ein cooles Einhorn basteln könnt, so wie dieses hier. Lasst uns loslegen! Okay, dieses Einhorn ist perfekt, um euer Zimmer zu dekorieren oder auch als Geschenk für eine Freundin. Alles, was ihr braucht, ist etwas Pappe, viele Streifen aus buntem Papier, ich nehme dünnes Seidenpapier, Bastelkleber und einen Pinsel. Also, zuerst nehmen wir recycelte Pappe, wie diese, um ein 3D-Einhornmodell zu basteln. Ich werde eine Anleitung unten in der Beschreibung dieses Videos einstellen, damit ihr auch ein Einhorn basteln könnt. Wenn ihr das Einhornmodell aus Pappe fertig habt, dann könnt ihr es dekorieren. Ich tauche meinen Pinsel in den Bastelkleber und streiche ihn direkt auf die Pappe. Dann nehme ich das Papier so und klebe es vorsichtig auf das Einhorn. Das ist ganz einfach. Ihr klebt so lange Streifen auf, bis alles bedeckt ist. Das ist seltsam. Dieses Papier glänzt ganz besonders. Wow! Es sieht aus, als ob da etwas drauf geschrieben ist. Ah, es ist so klein, dass ich es gar nicht lesen kann. Ein winziges Schriftstück verlangt nach einer winzigen Ermittlung. Los geht's! Und klein!
Das ist eine Karte? Ist das ein Lama? Ein Einhorn? Der Saturn? Das ist so cool! Layla und Shani müssen das sehen! Und groß! Mädels, das müsst ihr sehen! Ich habe eine winzige Landkarte in meinen Einhornbastelmaterialien gefunden! Wir kommen sofort! Das ist eine super winzige Karte! Ja! Irgendetwas sagt mir, dass dort große Abenteuer auf uns warten. Seid ihr dabei? Oh, ich kann es gar nicht erwarten. Und klein! Habt ihr solche Orte vorher schon mal gesehen, Mädels? Nein. Ich frag mich, wie wir da hinkommen können. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das Lama ist so süß. Und guck mal. Es scheint, als wäre da eine Notiz. Das ist Omas Handschrift. Viel Glück beim Reisespaß im Mini-Format, Polly. Fahrt mit den Rollern und habt Spaß. In Liebe, Oma. Eine magische Abenteuerkarte zu verstecken klingt definitiv nach Oma. Das ist es doch, oder? Eine magische Abenteuerkarte. Ja, oh, das ist so aufregend. Polly, wir müssen herausfinden, wie wir zu diesen Orten kommen. Ich weiß, dass wir sie finden. Und ich werde unsere Abenteuer für meinen Vlog aufnehmen. Ja! Mädels, Zeit fürs Abendessen. Schnell, Mädels. Und groß! Ihr werdet nicht glauben, was wir heute entdeckt haben. Eine winzige Karte mit magischen Orten. Ich erzähle euch im nächsten Vlog mehr darüber. Und jetzt essen wir Pizza. Bis dann! Das ist Aliana. Gesangswettbewerb im Freizeitpark heute Abend. Oh mein Gott, ist das aufregend! Das stimmt. Wahnsinn, dass wir Nachrichten aus dem Weltall empfangen können. Was meint ihr, wollen wir daran teilnehmen? Kannst du uns für den Wettbewerb anmelden? Vielleicht hat Oma das auch schon gemacht. Ihr seid schon angemeldet mit Smiley. Ja, dann kann ich zeigen, dass sich die Gesangsstunden im Sommer gelohnt haben. Und wir können das neue Lied spielen, das wir geprobt haben. Es ist Zeit, mein Können am Schlagzeug zu zeigen. Und meine Fähigkeiten auf der E-Gitarre. Auf geht's! Der Freizeitpark ist der perfekte Ort, um den Song zu präsentieren. Und klein! Und klein Reisespaß! Hallo! Mädels, ich bin wirklich so froh, euch zu sehen. Es ist gerade etwas Merkwürdiges passiert und jetzt funktioniert die Beleuchtung nicht mehr. Aber ohne die können wir nicht weitermachen. Mädels, erinnert ihr euch an das bunte Disco-Kugelfeld im Lama-Land? Denkt mal nach. Es sieht aus wie ein ganz normales Gemüsebeet, aber dort wachsen Disco-Kugeln. Ja, stimmt. Keine Sorge, wir bekommen das schon hin. Seid ihr bereit? Ja, hallo. Habt ihr Mädels auch Lust, im Glitzergarten zu arbeiten? Sozusagen. Wir wollten dich fragen, ob wir ein paar Disco-Kugeln mitnehmen können. Der Gesangswettbewerb im Freizeitpark wird abgesagt, wenn wir es nicht schaffen, die Bühnenbeleuchtung zu reparieren. Oh, eine Show absagen? Auf keinen Fall. Wir Lamas helfen alle bei der Unterstützung der Kunst. Nehmt so viele Disco-Kugeln, wie ihr wollt. Vielen, vielen Dank, Dan. Du rettest die Veranstaltung. Ich habe noch ein ganz besonderes Geschenk für euch. Oh, wie schön. Nochmals vielen Dank. Die Kugeln sind perfekt, um die Bühne zu beleuchten. Seid ihr bereit für ein paar Spezialeffekte? Ja! Ja!
Scheiben schnappen wie Skateboard. Jetzt geht's los, sind draußen immer vor Ort. Jetzt geht's los, dieser Spaß ist endlos. Kommt und jetzt mit uns klein, ganz groß. Für Abenteuer und Party kommen wir niemals zu spät. Es ist nicht schlimm, wenn's manchmal nicht so glatt geht. Wir stehen zusammen, erleben wahre Wunder. In einer Welt, ja, so groß, gibt's viel zu entdecken. Die Zeit fliegt, es gibt viel zu sagen. Ob groß oder klein bist, wir sind da füreinander. Dich an meiner Seite, so will ich es am liebsten immer haben. Beste Freunde, das bedeutet uns so viel, yeah. Beste Freunde, und du weißt es, wir sind klein, ganz groß. Mit den besten Freunden. Drauf, dass er einen Mittagsschlaf macht und ruf an, wenn du mit irgendwas Schwierigkeiten hast. Ich schaff das schon, Mom. Mach dir keine Sorgen. Bye, bye. Denk dran, dich auch um Peaches zu kümmern, okay? Komm her, Peaches. Es gibt für alle etwas zu essen. Hast du Hunger, Pex? Schön weit aufmachen. Komm schon, das ist doch lecker. Okay, Pex, du gewinnst. Hier ist der Löffel, aber du musst doch etwas essen sonst. Und klein! Klein, klein! Und groß! Ich werde nicht mehr klein, solange du frech bist. Vielleicht machen wir jetzt den Mittagsschlaf? Packen wir dich ins Bett. Mal sehen, wo ist dein Teddy? Hm.
schon, Pex. Es ist Schlafenszeit. Wir können ja später noch ganz viel zusammen spielen. Schlaf gut. Wie schaffst du das bloß? Alles klar, Kleiner. Du willst spielen? Dann mal los. Du musst endlich schlafen. Mom und Dad sind bald wieder da. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dir mit meinem Medaillon beim Einschlafen helfen kann. Und ich brauche jetzt auch einen Mittagsschlaf. Oh, Schatz. Ich glaube, du hast die Tür nicht richtig zugemacht, als wir gegangen sind. Oh, tut mir leid. Und? Ist alles gut gegangen? Alles bestens. Er schläft gerade. Klasse. Hast du daran gedacht, Peaches zu füttern? Ja, klar. Sie ist gefüttert und zufrieden. Also, Peaches? Peaches? Wo bist du? Oh nein, ich glaube, sie ist weggerannt. Fortsetzung folgt. Zusammen. Ich hatte einen ganz unglaublich tollen Traum letzte Nacht. Ich bin mit dem Skateboard auf den Regenbogen-Glitzerring des Saturns gefahren. Perfektes Timing. Das nächste Reisespaß-Abenteuer führt uns zum Skaten in den Weltraum. Vielleicht könnte das Fehlen der Schwerkraft ein Problem sein. Aber das kriegen wir dann schon hin. Es wird so cool. Und Klein! Sieh dir diese Ringe an, Shani. Wenn wir und Klein Reisespaß sagen. Polly? Ups, dann können wir die Schwerkraft direkt hier vor Ort testen. Polly! Warte, wo ist Layla? Oh nein, war ich etwa... ein bisschen zu aufgeregt? Ja, komm, wir holen Layla. Und Klein, Reisespaß! Es tut mir so leid, Layla. Versuchen wir es noch einmal. Und Klein, Reisespaß! Okay, alle sind da. Dann kann es losgehen. Moment, da gibt's noch ein winzig kleines Problem. Rollschuhe? Oh nein, ich habe gar nicht bemerkt, dass ihr noch nicht fertig wart. Das tut mir leid. Wisst ihr was? Ich habe Rollschuhe im Einhornland gesehen. Vielleicht können wir da welche ausleihen. Ja! Also, die Rollschuhe habe ich bei der Regenbogenwippe gesehen. Ich war mir so sicher, sie da gesehen zu haben. Das macht nichts. Dann fahren wir ein andermal Weltraumrollschuh. Hey!
Hallo Mädels! Na, was habt ihr denn vor? Wir wollten auf den Saturnring skaten, aber wir haben die Rollschuhe zu Hause vergessen. Also, ich habe gehofft, dass ich euch über den Weg laufen würde, denn ich habe euch etwas Tolles mitgebracht. Vielen lieben Dank, Prinzessin Rain. Wie sieht's aus? Wollen wir unseren Traum wahr werden lassen, Polly? Los geht's! Manchmal sind wir so aufgeregt, dass wir darüber das Wichtigste vergessen. Aber zum Glück habe ich tolle Freundinnen, die mir helfen. In diesem Fall mit ein paar Rollschuhen. Okay, jetzt ist es Zeit für magisches Skaten auf dem Saturn. Bis nächste Woche. Tschüss. Peaches! Peaches! Komm schon! Schneller, mein Lieber! Peaches könnte in der Nähe vom Van sein. Wir müssen sie finden. Beeilen wir uns. Wir könnten ganz in der Nähe sein. Peaches! Bell, wenn du mich hören kannst! Komm zurück, Peaches! Komm schon, folge dem Van! Schneller! Schnell! Verstecken wir uns! Peaches hatte heute einfach keine Lust auf Eis. Das klang ja wie Shani. Ich muss rausfinden, was da los ist. Vielleicht kann sie mir helfen, Peaches zu finden. Danke fürs Mitnehmen, Kumpel. Gib mir die Münze zurück! Mal gucken, ob ich helfen kann. Überraschung! Was machst du denn da drin? Na, dir helfen natürlich. Kannst du auf den Münzschlitzmechanismus zugreifen? Kein Problem. Danke, Polly. Du bist die Beste. Mal gucken, ob ich das Spiel auch wieder flott kriege. Ich würde sagen, das hat geklappt. Polly, pass auf! Danke, Shani. Lust auf einen Frozen-Joghurt, nachdem ich dich gerettet habe vor dem Sorbet? Nein, danke.
Ich glaube, ich hatte heute wirklich genug Abenteuer, die mit Eis zu tun hatten. Was meinst du damit? Bevor ich dich getroffen habe, habe ich auf einem Hund den Eiswagen verfolgt. Was? Wieso? Peaches ist von zu Hause ausgebüxt. Oh nein! Ich habe überall gesucht. In den Straßen, im Park. Aber ich kann sie nicht finden. Sie ist schon einige Stunden weg. Langsam mache ich mir Sorgen. Ich hoffe, dass ihr nichts passiert ist. Wir finden sie schon, Polly. Wir brauchen mehr Leute, die nach ihr suchen. Vielleicht können wir sogar Poster aufhängen. Oh, das ist eine tolle Idee. Hast du das auch gehört? Vielleicht ist es Peaches. Wer auch immer das ist, klingt, als bräuchte er Hilfe. Komm mit. Fortsetzung folgt. Zusammen, Polly hier. Willkommen zurück zu meinem Vlog. Ich muss euch unbedingt erzählen, was heute passiert ist. Es schneit! Findet ihr Schnee auch so toll? Das ist das Schönste für mich am Winter. Es schneit jetzt schon seit Tagen. Und meine Freundinnen Laila und Shani und ich freuen uns auf ein Schneeabenteuer. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Ich finde, das klappt schon richtig gut. Ich liebe Schnee. Und jetzt noch 2 Augen. 1 und 2. Und einen pinken Schal. Und fertig. Also, ich finde, ein blauer Schal würde definitiv besser zu deinen Augen passen. Polly! Schneeball! Nicht getroffen! Oh! Hey, nicht schlecht! Na, warte! Das machst du nicht nochmal mit Mr. Snowy. Und bist du bereit? Huh? Ha! Ich habe nur darauf gewartet. Dann pass mal auf. Guter Wurf, Shani. Und jetzt Lailas Kopf. Vielleicht beim nächsten Mal. Aufgepasst, Mädels! Wow, guckt mal! Wow, sieht das schön aus! Wirklich wunderschön! Ja! Ich wünschte, dass es jeden Tag schneien würde. Das macht so viel Spaß! Es ist so magisch. Woraus besteht Schnee eigentlich? Also, wenn die Temperaturen in der Atmosphäre sinken, verfestigt sich das kondensierte Wasser in den Wolken zu Kristallen. Ich finde, er ist zu flauschig, um Wasser oder ein Kristall zu sein. Er ist doch eher weich wie Zuckerwatte. Wenn wir ein Mikroskop hätten, könnten wir die Kristalle ganz genau ansehen. Ich bin mir sicher, du findest sie wunderschön, Laila. Vielleicht brauchen wir ja gar kein Mikroskop. Kommt mit. Lasst uns rausfinden, woraus Schneeflocken wirklich gemacht sind. Tolle Idee. Und klein. Du hattest recht, Shani. Sie sind wunderschön. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele verschiedene Muster gibt. Ich habe eine Idee. Jede von uns fängt sich eine Schneeflocke mit dem Muster, das sie am liebsten mag. Auf geht's!
möchte eine mit einem dreieckigen Muster und einer schönen, stabilen Form. Da! Perfekt! Das ist die richtige! Shani, guck mal! Streifen sind in dieser Saison total in. Ist sie nicht wunderschön? Guter Fang! Wo ist Polly? Hier drüben! Guck mal, was ich habe! Sehr schön, Polly! Wow! Deine Schneeflocke ist so cool! Ja, ich denke, diese Spiralen könnten sie super aerodynamisch machen. Ganz genau. Das ist die perfekte Schneeflocke, um das zu tun. Shani, fang! Gefangen! Jetzt du, Layla. Hier, zu mir. Das war so ein lustiger Tag. Ich hoffe wirklich, dass es morgen auch wieder schneit. Was macht ihr denn gerne, wenn es schneit? Das würde ich gerne wissen. Hinterlasst mir unten einen Kommentar. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Zusammen. Polly hier. Willkommen zurück zu meinem Vlog. Heute habe ich ein super cooles Bastel-Tutorial für euch. Ich bin schon gespannt. Seid ihr dabei? Ich zeige euch, wie ihr selbstgemachte Freundschaftsarmbänder mit diesen coolen Perlen machen könnt. Ihr findet Perlen wie diese in allen möglichen Formen, Farben und Größen in eurem Bastelladen vor Ort. Also, dann legen wir mal los. Mal sehen. Wir brauchen einen Faden. Wo habe ich ihn nur hingelegt? Ah, da ist er ja. Schneidet jetzt ein Stück Schnur oder Faden ab. Ich habe hier einen Faden verwendet. Wie diesen. Bindet nun einen schön festen Knoten am unteren Ende des Fadens. Das verhindert, dass die Perlen runterfallen. Du kannst die Perlen aufziehen, wie du möchtest. Layla macht ihre Armbänder immer nach einem bestimmten Farbschema. Shani hält sich gerne an Muster. Und ich verwende gerne die Farben, die mir spontan ins Auge fallen. Wenn du weitere Perlen hinzufügst, überprüfe den Knoten an deiner Schnur, um sicherzustellen, dass er noch hält. Das war's! Perfekt! Und denk dran, wenn du ein Freundschaftsarmband machst, ist es wichtig, dass du es ganz persönlich gestaltest. Das Armband soll dich an deine Freunde und die Momente erinnern, die ihr gemeinsam erlebt habt. Ups, ich such sie schnell. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Wie finde ich die Perle am besten? Vielleicht hilft ja ein kleiner Perspektivwechsel bei der Suche. Und klein! Sie kann ja nicht weit sein. Autsch! Was war das? Oh, wo kommt die denn her? Oh, ich weiß es. Wir waren letztes Jahr auf der Klassenfahrt an diesem schönen Strand. Guck mal, diese besonders schönen Muscheln kommen in meine Sammlung. Ich habe so viele gefunden. Ja, ich liebe besonders diese gedrehten und glänzenden. Was ist mit dir, Polly? Welche findest du am schönsten? Diese hier. Und das war der Beginn meiner schönen Muschelsammlung. Ich habe eine Idee. Ich kreiere mit dieser Muschel einfach ein neues Freundschaftsarmband. Ich mache gern aus besonderen Gegenständen Armbänder, die erinnern mich an schöne Momente mit Layla und Shani. Mit so einem Knopf hat Layla zum Beispiel eins meiner Kleider repariert. Und das ist eine Mutter aus einem Wissenschaftsprojekt, die mir Shani irgendwann mal geschenkt hat. Ich kann es gar nicht glauben. Ich dachte, dass ich diesen Edelstein vor Jahren verloren hätte. Der war ein gemeinsames Geschenk von Layla und Shani zu meinem Geburtstag. Das war so ein toller Tag.
Das war so eine schöne Erinnerung. Moment mal, es ist immer noch eine schöne Erinnerung. Und ich kann vielleicht noch was Tolles daraus machen. Dieses Stück Leder ist perfekt für die Unterseite des Armbands. Jetzt klebe ich die Splitterstücke des Edelsteins darauf. Seht doch, wie schön sie glänzen. Jetzt geben wir dem Ganzen den letzten Schliff. Zuerst die Mutter. Jetzt die Muschel und den Knopf. Und das war's. Das ist ein ganz persönliches Freundschaftsarmband. Seht ihr? Es gibt so viele Möglichkeiten, ein schönes Freundschaftsarmband zu basteln. Wenn etwas von tiefstem Herzen kommt, dann ist es am Ende immer wunderschön. Es macht immer Spaß, kreativ zu sein und Dinge wieder zu recyceln. So wie mein Edelstein-Freundschaftsarmband. Es spiegelt meine Freundschaft mit Shani und Laila perfekt wider. Und ich finde, dass das Armband jetzt sogar noch wertvoller ist als der ursprüngliche Edelstein vorher. Mir hat es viel Spaß gemacht. Okay, ich verabschiede mich für heute und denkt immer daran, klein, ganz groß. Bis dann! Polly hier. Willkommen zurück auf meinem Vlog. Wir haben herausgefunden, wie man in die Karte reist. Also, ratet, was heute auf dem Plan steht. Wir erforschen den nächsten Ort auf der Karte. Und klein! Wartet, wo geht es diesmal hin? Dahin? Zur Saftbox? Und klein Reisespaß! Wow, wir sind im tropischen Regenwald. Wie cool. Kundschaften wir ihn aus. Und da, jeder von uns hat einen Roller. Ich nehme den pinken. Ja! Was ist das da drüben? Das muss die Saftbox auf der Karte sein. Das ist ein tropisches Clubhaus mit einer Tiki-Hütte. Und echt richtig guter Musik. Hört mal den Beat. Das ist der perfekte Ort zum Abhängen und Chillen. Aber wie sollen wir über den Fluss kommen, um die Hütte zu erreichen? Das Wasser ist zu tief, um es zu Fuß oder mit unseren Rollern zu überqueren. Gucken wir am Ufer, ob wir eine Stelle finden, wo der Fluss flacher wird. Seht euch diese schönen Steine an. Vielleicht markieren sie eine flache Stelle zum Überqueren. Das erinnert mich doch an irgendetwas. Das ist unglaublich. Das muss unbedingt auf meinen Vlog. Ich hab's. Die klingen genau wie die Musik aus der Saftbox-Tiki-Hütte. Interessant. Lasst uns die Musik aus der Saftbox nachspielen. Was ist das? Ich schätze, das ist das ideale Gefährt, um den Fluss stilvoll zu überqueren. Das ist so unglaublich. Toller Rhythmus, Polly. Ja, natürlich. Oma war hier.
Musik, magische Edelsteine und meine besten Freundinnen. Wir sehen uns nächste Woche für mehr Reisespaß im Mini-Format. Peaches! Peaches! Oh, wo ist sie bloß? Ich kann nicht glauben, dass sie weggerannt ist. Ich probier's mal im Park. Da ist sie am allerliebsten. Peaches! Peaches, wo bist du? Hm, hier ist sie nicht. Nein, hier ist sie auch nicht. Entschuldigung, haben Sie zufällig einen kleinen braun-weißen Hund in der Nähe gesehen? Nein, tut mir leid. Nein, leider nicht. Nein. Komm zurück, Peaches! Peaches! Bell, wenn du mich hören kannst! Tja, mal sehen. Also, wenn man einen Hund finden will, muss man wie einer denken. Hey, ich kenne dich. Du wohnst nebenan und bist Peaches bester Freund. Vielleicht kannst du mir helfen, sie zu finden. Okay, Kumpel, kannst du mich zu Peaches bringen? Und klein! Los geht's! Oh! Nicht so schnell! Psst! Leise! Puh! Wir bleiben lieber versteckt. Gefunden, Kumpel. Definitiv Hundespuren. Vielleicht von Peaches? Da lang! Hm? Hast du das gehört? Lass uns nachsehen. Oh nein, ein Dorn. Ich habe eine Idee. Und groß. Mach dir keine Sorgen. Du bist ganz schnell wieder topfit. Schon fertig. Keine Sorge, jetzt ist alles wieder gut. Fällige Freundin. Peace.
Peaches liebt es, hinter dem Eiswagen hinterherzulaufen. Du magst es anscheinend auch. Los geht's. Und klein! Folgt dem Wagen! Schnell! Fortsetzung folgt! Ich bin's, Polly. Willkommen auf meinem Vlog. Seit ich diese Karte entdeckt habe, kann ich an nichts anderes mehr denken. Ich kann es gar nicht erwarten, all diese Orte zu erforschen. Bereit für ein Abenteuer? Ja! Oh, wartet. Ich schalte noch schnell die Kamera ein. Das muss unbedingt auf meinen Vlog. Und los geht's. Und klein. Okay, wie sollen wir denn da nur hinkommen? In Omas Hinweis steht was von Holland. Wir müssen zuerst in die Karte kommen. Vielleicht gibt es einen magischen Satz, der uns dorthin bringt. Hey, was ist das? Das sieht aus wie ein Reisepass? Das meinte Oma Pocket also mit viel Glück beim Reisespaß im Mini-Format. Den brauchen wir, um die Karte zu erforschen. Aber was machen wir damit? Wir werden winzig, indem wir und klein sagen und das Medaillon festhalten. Was passiert, wenn wir den Pass festhalten und klein Reisespaß sagen? Gute Idee, Polly. Und klein Reisespaß. Versuchen wir es mit und klein Reisespaß, halten den Pass fest und zeigen auf einen Ort auf der Landkarte. Oh, versuchen wir es. Kommt, wir reisen zum Lama. Und klein Reisespaß. Oh. Wir haben es geschafft. Wir sind in der Karte. Wir sind auf einem Musikfestival. Eure Namen, bitte? Polly, Laila und Shani. Oh, ihr seid die Nächsten. Beeilt euch, ihr seid zu spät. Wieso zu spät? Wir sind gerade erst angekommen. Ihr seid die Nächsten beim Lama-Rama-Talentwettbewerb für Tanz. Was? Wieso stehen wir auf der Liste? Das war Oma. Sie muss uns angemeldet haben. Nun, wie wir Lamas immer sagen, die Show muss weitergehen. Folgt mir. Ich glaube, ich bin viel zu nervös, um vor Publikum aufzutreten. Wir haben gar nichts einstudiert. Das ist okay. Wir können einfach improvisieren. Wir haben doch einen Song, den wir in- und auswendig können. Das hat Spaß gemacht. Wie können wir jetzt wieder nach Hause? Ich glaube, Shani hat da bestimmt eine Idee. Und groß wieder nach Hause! Seht euch diese coole Disco-Kugel von Lama Dan an. Okay, nächste Woche gehen wir wieder auf Reisespaß-Abenteuer. Es gibt noch viele neue Orte auf der Karte zu entdecken. Wir sehen uns für noch mehr Reisespaß im Mini-Format. Bis dann!